Es war einmal vor langer, langer Zeit. Märchenstunde ist angesagt und dazu sind wir für unsere heutige Folge Urlaub so nah in Dörrenbach, was passenderweise auch Dornröschen der Pfalz genannt wird. Und das ist nicht nur für richtige Märchenliebhaber wie mich ein tolles Ausflugsziel. Ich packe meinen Ronny und nehme mit. Ein Märchenbuch, einen hochhackigen Schuh und eine Handvoll Taler. Touristiker Jochen Antes wartet schon an der ersten Station auf mich und erklärt, wie sich hier Wandern und Märchen verbinden lassen. Man hat sich überlegt, ein neues Wanderwegekonzept zu schnüren, das Ganze themenbezogen zu machen. Und Dörrenbach schon seit den 70er Jahren, das Dornröschen der Pfalz. Und so entstand der Gebrüder Grimm Märchenweg mit seinen 7 Stationen. Los geht es mit dem Froschkönig und da wartet auch schon der Protagonist. Ach, du bist's, alter Wasserpatscher, sagte sie. Ich weine über meine goldene Kugel, die mir in den Brunnen hinabgefallen ist. Und da werden meine Erinnerungen gleich mal aufgefrischt. Die wirft ihn an die Wand und dann ist er ein Königssohn. Also kein Küsschen, sondern ein bisschen weniger romantisch. Dafür wird es jetzt verträumt. Station Nummer 2 ist ebenfalls im Ort selbst und nicht zu übersehen. Eines meiner absoluten Lieblingsmärchen, Dornröschen. Jochen Antes erklärt hier gleich mal, wieso Dörrenbach auch Dornröschen der Pfalz genannt wird. Ja, hat seinen Ursprung so in den 60er, 70er Jahren, als es mit dem Tourismus anfing. Und man sieht es umgeben von Wald. Und alljährlich wird Dörrenbach, das Dornröschen der Pfalz, von den Gästen wieder wachgeküsst. Und erwacht aus seinem Winterschlaf. Und das schon über viele Jahre. Kaum hatte sie aber die Spindel angerührt, so ging der Zauberspruch in Erfüllung und sie stach sich damit in den Finger. In dem Augenblick aber, wo sie den Stich empfand, fiel sie auf das Bett nieder, das da stand, und lag in einem tiefen Schlaf. Für die nächsten Märchenstationen geht es tief in den Pfälzerwald hinein. Mystisch gelegen im Dickicht erkenne ich direkt das nächste Märchen. Bald darauf bekam sie ein Töchterlein. Das war so weiß wie Schnee, so rot wie Blut und so schwarzhaarig wie Ebenholz. Hier darf natürlich auch der vergiftete Apfel nicht fehlen. Schneewittchen lusterte den schönen Apfel an und als es sah, dass die Bäuerin davon aß, so konnte es nicht länger widerstehen und nahm die giftige Hälfte. Kaum aber hatte es einen Bissen davon im Mund, so fiel es tot zur Erde nieder. Ich habe es zum Glück überlebt und spaziere den Märchenwanderweg weiter zur nächsten Figur, die übrigens von regionalen Künstlern aus Mosaik gefertigt wurde. Und wie es so stand und gar nichts mehr hatte, fielen auf einmal die Sterne vom Himmel und waren lauter, harte, blanke Taler. Und ob es gleich sein Hemdlein weggegeben, so hatte es ein neues an. Und das war vom allerfeinsten Linnen. Finanziell gestärkt geht es nun tiefer in den Pfälzerwald hinein. Vorbei an Hänsel, Gretel und der bösen Hexe und am Goldesel von Tischlein Deck dich. Dann kommt die Dame, auf deren Haarpracht ich seit meiner Kindheit neidisch bin. Als es 12 Jahre alt war, schloss es die Zauberin in einen Turm, der in einem Walde lag und weder Treppe noch Tür hatte. Wenn die Zauberin hinein wollte, so stellte sie sich unten hin und rief: Rapunzel, Rapunzel, lass mir dein Haar herunter. Da ließ Rapunzel die Haarflechten herab und die Zauberin stieg zu ihr hinauf. Zugegeben, ist ein bisschen zu windig und meinen Haaren fehlen auch noch ein paar Meter. Dafür habe ich hier den perfekten Ausblick. Am Ende habe ich zwar noch einen Schuh verloren, aber dann geht es eben bald wieder nach Dörrenbach zum Märchenwandern.